Heiliger Bonaventura, bitte für uns. Ein herzliches Grüß Gott heute am Gedenktag des heiligen Bonaventura. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Matthäusevangelium. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Viele kennen das Ave-Läuten. Dreimal am Tag, morgens, mittags und abends, lädt die Kirchenglocke alle ein, den englischen Gruß zu beten. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Der englische Gruß erinnert uns an die Verkündigung Jesu durch den heiligen Erzengel Gabriel, als dieser zu Maria kam und die Menschwerdung Gottes ankündigte. Und diesen wunderbaren Brauch verdanken wir dem heiligen Bonaventura, der ihn im Franziskanerorden im Jahre 1263 einführte. Der heilige Bonaventura hieß eigentlich Giovanni, Johannes. In der Kindheit erkrankte er schwer. Sein Vater war Arzt, doch er konnte seinem Kind nicht helfen. In ihrer Not eilte die Mutter zum heiligen Franziskus, der das Kind segnete und heilte. Noch einmal ging die Mutter dann zum heiligen Franziskus, um ihn innig zu danken. Er lag bereits im Sterben und rief beim Anblick des Kindes voll Freude aus: O buona ventura, o gute Fügung, was später zu seinem Ordensnamen wurde, Bonaventura. Der heilige Franziskus hat wohl geahnt, dass dieses kleine Kind, das er heilen durfte, dazu bestimmt ist, die Franziskaner in eine gute Zukunft zu führen. Tatsächlich bewachte später der heilige Bonaventura als Ordensgeneral den Orden vor der Auflösung, als die akute Gefahr der Spaltung bestand. Und zwar in diese Franziskaner, die streng am Buchstaben der Regel festhielten, und in diese Franziskaner, die den Geist der Regel hochhielten. Bonaventura rettete den Franziskanerorden mit seiner Klugheit, Mäßigung und Friedensliebe. Der heilige Bonaventura war ein großer Theologe und Mystiker und zugleich demütig und bescheiden. Als er vom Papst zum Kardinal ernannt wurde und die Gesandten des Papstes ihm den Kardinalshut überbringen sollten, fanden sie ihn im Kloster beim Geschirrspülen. Der große Gelehrte achtete selbst die einfachsten Tätigkeiten des Haushalts nicht gering. Bitten wir den heiligen Bonaventura für unsere Kirche, dass er auch heute vor der Spaltung bewahrt bleiben möge. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Bonaventura und aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, die Kirche Jesu vor jeder Spaltung bewahren. Und möge euch alle von euren Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes will, so geschehe es, und euch geschehe, wie er bittet und er sehnt, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme herab auf euch, auf eure Familien, auf eure Wohnungen, auf eure Arbeitsstellen, bleibe immer da bei euch. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.